Oh, wow, was ist das denn? Das sieht cool aus. Gibt's was da drin? Nein, kann ich da irgendwie runter? Wahrscheinlich durch die Tür. Durch die Tür. So, dann bist du der Retter, von dem Sue gesprochen hat. Oh, danke. Ich bin Momorin Sakamoto, Sus Mutter. Und wahrscheinlich auch Kazumas Mutter. Ich habe mit dem Doktor zusammengearbeitet. Aber sobald er die Samen gefunden hat, oder als er die Samen gefunden hatte, hatte er plötzlich keinen Nutzen mehr von mir oder keine Aufgaben mehr für mich. Also hat er mich von der Insel runtergeworfen. Es gibt keine Tangentbögen mehr. aber weder hier noch dort. Also weder hier oben noch auf der Erde unten. Jetzt gerade arbeite ich dran, eine Rakete zu bauen, die hochführt zum Thron des Doktors. Ich habe noch nicht alle Teile zusammen. Aha. Ich muss mir das gerade mal ausleihen von dir. Booster im Monat. Ich brauche immer noch mehr Teile, um die Rakete zu fertig zu machen. Ja, ich bin gerade beschäftigt, weil ich möchte eine Rakete. Ich möchte erstmal da nach unten. Hä? Ah, achso. Speichern. Kann ich mich hier ausruhen? Oh ja, ausruhen. Für die 6 Lebenspunkte, ne? Genau. Dann einfach nochmal speichern. Hä? Moment, habe ich nur 41? Ach, ich habe die Lebenskapsel gar nicht genommen, in dem Speicherstand. Oder? Mist. Dann muss ich die mal noch eben kurz holen. Da habe ich Mist gebaut. Ich glaube, das schneide ich raus. Bis gleich. Zap, da bin ich wieder mit 45 Lebenspunkten. Und jetzt bin ich nicht mehr beschäftigt und kann dir helfen. Gute Antwort, unser Retter, tatsächlich. Hier, zieh mal das an. Die Mimiga-Maske. Sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen groß, aber die Mimigas auf den Feldern, denen ist nicht erlaubt, Menschen zu sprechen. Aber mit dieser Maske sollte ich in der Lage sein, mit ihnen zu sprechen. Die Rakete zu beenden oder zu verständigen, brauche ich elektrische Energie. Wenn ich so einen von den Sprinklern holen könnte, könnte das wohl reichen. Dritte bringen wir einen Sprinkler. Stimmt, die Sprinkler. Ah, ich habe den Booster nicht mehr. Mist. Ich habe den Booster jetzt gar nicht mehr. Mhm. Aber die Sprinkler hieß ja schon, dass die komisch schnell, relativ schnell und nicht mehr ganz feierlich das Wasser da rausblasen. Das spricht schon dafür, dass sie viel Energie haben. Ja, nimm ihn doch. Ich möchte ihn gerne nehmen. Ah, was? Hä? Man kann da drauf? Was ist das denn? Man kann da drauf und das macht keinen Schaden? Hier habe ich Deckung. Sehr gut. Muss ich noch mal kurz was. Ah, so. Da bin ich wieder fast geheilt. Ah, welchen von den Sprinklern? Oh, 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 oh. Moment, ich kann jetzt mit den Minigas quatschen, ne? Redest du mir? Gern an die Arbeit. Kann ich den da nehmen? Der ist angehalten. Oh, du bist neu hier, ne? Ich wette, du bist immer noch verwirrt. Einfach so genommen zu werden und hier ausgesetzt zu werden zum Arbeiten. Aber denk dran, versuch einfach nichts Lustiges oder nichts Komisches. Wenn du wegrennst und gefangen genommen wirst, dann werden sie dich ins Gefängnis schmeißen. Und solange du dich einfach nur um die Blumen kümmerst, bist du sicher und du kriegst was zu essen. Na toll. Der Sprinkler ist schon wieder kaputt. Du bist der Neue, oder? Nimm mal den kaputten Sprinkler und bring uns einen neuen dafür. Okay. Okay, wo kriege ich einen neuen? Sagst du mir das? Yeah, wo? Mit ein bisschen Glück sind wir bald zurück. Dann können wir uns wieder zurücklehnen und relaxen, ausruhen. Werden wir doch, oder? Bestimmt. Nur, wo kriege ich jetzt einen neuen Sprinkler her? Da unten wohl nicht. Da war das eine Gefängnis. Lebe der Doktor. Nein.
mit den roten Blumen auf unserer Seite sind diese Killer-Roboter ganz einfach. Oh Gott, die Amigas sind total sogar davon überzeugt. Die Oberflächenbewohner planen uns anzugreifen und deswegen bauen wir rote Blumen an, um uns vorzubereiten. Wenn das, was der Doktor sagt, wahr ist, dann müssen diese Blumen besser schnell wachsen. Oh, das heißt, der Doktor hat denen erzählt, dass sie wohl bald dass die Menschen, die die Mimigas angreifen wollen. Oh mein Gott, das heißt, die Mimigas, die wollen ihren eigenen Untergang quasi gerade unabsichtlich herbeiführen. Oh nein, der Doktor ist echt ein gewieftes. Ich sag's nicht. Ich glaube, solche Wörter sollte man auf YouTube nicht sagen. Aber sowas ist der Doktor. Hey, ich habe euch nicht erlaubt, mich anzugreifen. Ich frage mich halt, wo ich jetzt den ganzen Sprinkler herbekommen soll. Da wohl nicht. Da komme ich gerade her. Vielleicht da drin. Achso, nein, hier oben war das Gefängnis. Dann war das weiter unten doch nicht das Gefängnis, sondern wie heißt das? Ups. Genau. Die Ausruhe. Ach, da hinten ist eine Rest Area, also die, ich habe keine Angst vor Robotern. Es ist zwar, dass Roboter von der Oberfläche diese Insel in der Vergangenheit angegriffen haben. Und ich weiß, viele von uns wurden getötet. Aber manche von diesen Robotern haben Sprache verstanden. Und ich glaube, die hatten auch eine Seele. Ich bin so müde. Also das hier ist die Ausruhzone. Und du bist wohl der Aufpasser für die Sprinkler. Ich hätte gerne einen. Noch einen? Sei nett zu diesem. Oh, vielen Dank. Ich werde ihn auch nicht benutzen, um eine Rakete zu powern, um eine Rakete Energie zu geben, mit der ich dann zum Doktor hochfliegen kann, um ihn zu bekämpfen. Nein, keine Ahnung, wie ich auf die Idee komme. Nö, alles gut. Ich werde natürlich nur benutzen, um rote Blumen anzubauen. Ja, ja. Lalalala. Guck mal, hier. Hab was für dich. Aber zuerst möchte ich nochmal speichern. Für alle Fälle. Ich weiß ja nicht, was jetzt danach passiert. Schön, der Sprinkler. Mal schauen. Da ist noch ziemlich viel Saft in den Batterien. Und das könnte funktionieren. So, jetzt brauchst du einen Mann namens Ito. Muss ich finden. Er ist ein Ingenieur, der ziemlich viel drauf hat, in seinen eigenen Worten. Aber er ist auch einer der schüchternsten Männer, die ich je getroffen habe. Er ist vor dem Doktor geflohen. Aber er kann noch nicht weit gekommen sein. Ja, wo der ist, das weiß ich. Der ist da. Wo ich herkomme, hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, dass der noch da ist und nicht einfach abgehauen ist. Ito, ich verbiete dir, abgehauen zu sein. Na? Ich brauche dich. Ja, eine Rakete. Sie lebt noch. Sie ist zäh. Ja. Nicht so wie ich. Also nicht so wie du. Nicht so wie er. Alright, los geht's. Ein Controller. Ich denke, das ist, was sie braucht. Grüße sie von mir. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, er kommt mit. Aber dafür ist er wohl immer noch zu schüchtern oder zu ängstlich. Lieber fliege ich einfach. Ich muss ja nicht jedes Mal töten. So, dann habe ich hier. Ja, gut, okay, klar. Sie weiß ja nicht, wer da draußen vor der Tür steht. Da kann man ja nicht durchgucken. So, hier ist der Controller. Das ist es, genau richtig. Das ist der Controller, auf den er so stolz ist. Die Analyse würde jetzt um einiges einfacher sein, wenn er wirklich hier wäre. Naja, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Aber es wird eine Weile dauern, bis ich hier fertig bin. Also, warum musst du dich nicht auf dem Bett aus? Na, ich frage doch einfach mal, ob er nicht vielleicht doch mit hierher kommen will. Vielleicht sieht das hier ein.
dass er hier nützlich sein kann, dass er hier an seiner eigenen Rettung mitarbeiten kann. Und ich meine, hey, wer würde das nicht tun? An seiner eigenen Rettung mitarbeiten. Ah, okay. Das heißt dann wohl nein. Also gut, dann... Wow. Das Schwert ist echt gut. Dann werde ich jetzt mich kurz aufs Ohr hauen. Und bis dahin ist hoffentlich die Rakete fertig. Aber vorher noch einmal kurz speichern. Weiß ja nicht, ob ich danach speichern kann. Und nach langer Zeit wache ich wieder auf. Oh je, was ist hier passiert? Die Rakete ist weg. Den Sprinkler kann ich nicht angucken. Das da kann ich nicht angucken. Ach, da oben ist sie ja. Ah, er hat sich doch hierher getraut. Sehr schön. Und was sagt sie? Habe ich mich gut ausgeruht? Oh ja. Die Rakete ist fertig. Du bist bestimmt in der Lage, den Doktor zu besiegen, oder? Hm, ja, bestimmt. Ich glaube an dich. Nimm das. Und da habe ich den Booster wieder. Sehr schön. Ich werde das hier nicht mehr brauchen. Genau, die Maske brauche ich nicht mehr. Direkt über uns ist ein Pfad zum Thronsaal. Du solltest in der Lage sein, dorthin zu kommen, diese Rakete. Die Migas sind schon von der Plantage weggegangen. In anderen Worten, er könnte sogar schon die roten Blumen benutzen. Okay, los geht's. Nimm die Rakete und geh hoch zum Thronsaal des Doktors. Schnell. Ich will zurück. Verstecken bringt nichts mehr, weißt du? Und ansonsten die Rakete, ja, könnte die Rakete ohne mich sowieso nicht fertig sein. Hier. Übrigens, wenn du den Doktor besiegst, denkst du, ich kann wieder ein Mensch werden? Ich hoffe doch. Ich lege mal den Schalter um. Was kann schon schief gehen? Ah! Wow! Nee, ich glaube, da wäre ich ohne die Rakete echt nicht durchgekommen. Immerhin kann ich da nochmal speichern.